Die tote Frau war damals im Prozess eine Zeugin. Das hat mich schon ein bisschen beunruhigt. Mich auch, ehrlich gesagt. Aber das ist ja jetzt vom Tisch. Das Mädchen Sina war die Tochter von Inge Maria. Sie ermitteln jetzt hier bei uns vor Ort. Hm. Deine DNA. Damit zeige ich Beweis, dass du sie verkolben ist. Bleib still! In 3 Jahren können wir aus Vaters Sterbegeld Hunderttausende machen. Eigentlich brauche ich das Geld in 2 bis 3 Monaten für den Laden. Vielleicht schaffen wir die 200.000. Ich verlasse mich auf dich, mein Junge. Viele der Anleger, die mit einer 30%igen Rendite gerechnet hatten, sind nun schwer verunsichert. Wo ist unser ganzes Geld? Ich habe keine Ahnung. Du findest für uns raus, wo das Geld ist. Das wäre besser für dich. Das ganze Geld? Spinnst du oder was? Ist doch schon längst in der Türkei. Hast du eine Ahnung, mit wem du dich anlegst? Was passiert mit dem ganzen Geld? Ja, wir vermuten, dass sich eine neue Organisation aufrüstet, Al-Qaidas Platz einzunehmen. Los, fick mich. Wir haben einen neuen Kunden hier in der Stadt. Ich bin müde, Lick. Ich bin auch müde! Glaubst du, mir macht das Spaß? Jetzt nimm ihn schon. Das Motto in ihrem Buch. Meine ist die Rache und ich werde vergelten. Ach so. Ich will abbrechen. Warum abbrechen? Ich glaube, er weiß was. Er hätte dich geschickt. Ohne die dazugehörigen Sprengköpfe ist das Raketensystem nichts wert. Die verarschen uns. Ich kümmere mich drum. Tot. Ermordet. Wir stecken in Schwierigkeiten, Herr Hauptkommissar. Wer steckt dahinter? Sie haben die Leute getroffen, die für Ihren Mord verantwortlich sind. Also was haben Sie mit denen zu tun? Du arbeitest für das BKA. Warum musst du sterben? Warst du schon bei der Polizei? Hat sie ja jemanden dummen Schafe. Diese Verrückte hat die Pistole und will mich umbringen.